So, willkommen zum nächsten Abschnitt, Paragraph 4, der heißt Umnummerieren. Und da soll es darum gehen, wie sich die Dauerkonnotation ändert, wenn man an anderen Stelle anfängt zu nummerieren oder auch rückwärts nummeriert. Als erstes will ich mal ein Beispiel machen. Auch nichts mit Umnummerieren, sondern wir wollen jetzt die Knoten mit 4 Überkreuzungen klassifizieren. Ja? Die Knoten mit 4 Überkreuzungen klassifizieren. Ja. Dazu überlegen wir erstmal, welche Dauerkonnotationen vorkommen können. Ja. Dazu betrachten wir zunächst möglichen Dauerkonnotationen. Ja, also wir haben jetzt 4 Überkreuzungen. Die ungeraden Zahlen sind 1, 3, 5 und 7. Und ich nehme mal diese Stelle hier. Also wir dürfen ja nichts nehmen, was 1 größer ist oder als 1 kleiner. Also 2 dürfen wir nicht nehmen und 4 nicht nehmen. Also können hier nur 6 oder 8 vorkommen. Hier nur 6 oder 8. Okay, also 2 Möglichkeiten. Und hier dann hier die 6. Und hier haben wir 1, 3, 5, 7 und hier die 8. So, jetzt geht's weiter. Jetzt überlegen wir uns, was hier vorne passieren darf. Ja? Hier vorne darf nicht die 2 sein, weil dann ist es hinter der 1. Und es darf auch nicht die 8 sein, die ist vor der 2. Also hier darf nicht, hier nicht 2 oder 8. Ja, sonst könnte man immer gleich mit Rademeisterbewegung vom Typ 1 das Ganze wieder vereinfachen. Das brauchen wir nicht. Also wenn es 2 oder 8 nicht sein dürfen, dann muss es ja 4 sein. Ja? 6 ist nämlich auch schon weg. Also haben wir jetzt 1, 3, 5, 7. Hier ist die 6. Hier dürfen nicht 2 oder 8 sein, also können wir hier nur die 4 nehmen. Und jetzt hier in der letzten Dings hier da, ja, da darf auf jeden Fall nicht die 8 und nicht die 6, ja, hier nicht. Ja, die 6 ist sowieso schon nicht da, aber ich schreibe es trotzdem nochmal hin, 6, weil es 1 kleiner ist als 7 oder 8, weil es 1 größer ist als 7. Die 6 können wir sowieso nicht nehmen, die 8 dürfen wir nicht nehmen, die 4 ist schon weg, also bleibt nur noch die 2 übrig. Ja, also muss es die 2 sein an der Stelle. 1, 3, 5, 7. Hier haben wir die 4. Hier haben wir die 6. Hier muss es die 2 sein, also muss die 8 hier sein. Ja, also haben wir in dem Fall, wenn wir hier oben lang gehen, nur eine Möglichkeit. Jetzt machen wir das hier unten genauso. Hier überlegen wir, was hier ist. Hier ist ja die 5, also hier nicht. Ja, wir dürfen nicht die 4 nehmen, weil die ist 1 kleiner als die 5 und auch nicht die 6, weil die ist 1 größer als die 5. Ja, also bleibt nur noch die 2 übrig. Also haben wir hier nur eine Möglichkeit an der Stelle. Ja. So. 1, 3, 5, 7. Also es muss
Ja, hier ist die 8. Dann muss hier die 2 stehen, weil wir nicht mehr Möglichkeiten haben. Die 4 und die 6 darf nicht. Und jetzt überlegen wir noch, was hier ist an der Stelle. Also hier nicht. Wieder wie vor, wieder drüber. Ne? Die 6 dürfen wir nicht nehmen, weil die ist 1 kleiner und auch nicht 8. Genau wie hier. Ne? So, 8 ist schon weg. Die 6 dürfen wir auch nicht nehmen. Die 2 ist auch schon weg. Also muss es die 4 sein. Also wissen wir, wir haben hier 1, 3, 5, 7. Die 8 haben wir uns vorgegeben. Die 2 war die einzige Möglichkeit. Dann darf hier nicht die 6 oder die 8 sein, also muss hier die 4 sein und dann muss die 6 nach hier vorne. Ja? Also diese beiden Möglichkeiten gibt es nur an Dauermutationen. Okay, dann machen wir mal Stopp.